Willkommen, 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 willkommen. Grüß Gott in OF3 zu Hause, herzlich willkommen hier im Orpheum. Wir sind wieder da mit der Tafelrunde. Vielen Dank. Es ist schön, danke schön. Herzlich willkommen zu Hause in OF3 hier im Grazer Orpheum. Es ist das beste Publikum hier, man muss es wirklich sagen. Und es ist nicht nur Schleimerei, schon auch, aber nicht. Nein, wir haben gerade die offiziellen Zahlen von heute Abend bekommen. Durchgezählt wurde von den Zahlenbeauftragten der SPÖ vom 1. Mai in Wien. 40.000 Menschen sind im Orpheum. Es ist großartig, wirklich. Danke. Freundschaft. Nein, es ist. Natürlich wissen wir alle, man kann mit Zahlen in der Politik nicht mehr so rechnen wie früher. Das ist alles ein bisschen anders. Dort einmal ein paar Millionen für die Parteikasse, dort ein bisschen zu viel Millionen für den Wahlkampf, ein paar Milliarden zu wenig fürs Budget, ein paar Nullen zu viel in den Ministerien. Es ist schwierig, nicht? Ich habe da ganz gern so eine alte Weisheit eines steirischen Philosophen, das war der Herr Sommer aus Wettmannstetten. Na, der hat immer was Gescheites gesagt, nämlich, das Leben ist nicht immer eben und wenn es lang genug wird, hört da jeder Scheiß zum Stinken auf. Und dem kann man auch wissenschaftlich relativ wenig entgegensetzen, muss man sagen. Wobei es auch nicht für alle Lebenslagen einsetzbar ist, muss man sagen. Weil also gerade mit den aktuellen Ereignissen, die wir miterlebt haben, weiß ich nicht, ob das gilt. Nicht? Also jetzt, die Schramböck ist weg und die Köstinger ist weg und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Na, wie sollen wir diese nicht vorhandene Lücke schließen? Also das ist, die Mathe-Maturantinnen werden sagen, es ist nicht so schlimm, weil zweimal neu ist neu, aber na, noch haben wir keine Lösung gefunden. Wir reden heute Abend aber vielleicht drüber und finden eine Lösung mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen. Mit dabei bei der Tafelrunde Stefan Haider, meine Damen und Herren. Wir feiern eine Steiermark-Premiere mit Malarina. Der Mann der 1000 Stimmen, Gernot Haas bei uns heute Abend. Und endlich wieder mal die fantastische Aida los. Live im Background, Candlelight Vikers. Auch schon Groupie-Potenzial, die Band. Die haben übrigens auch Socken. Ich habe Socken geschenkt bekommen. Schau, Socken haben wir. Candlelight Ficus Socken. Ja? Riechen nach Ficus Benjamin. Kurzzeitig. Alles neu macht der Mai, um bei schönen Sprüchen zu bleiben. Oder aktuell, um es anzupassen, alles vorbei im Mai. Nicht? Also, oder anders gesagt, also das Baumorakel von Matthias Strolz hat zugeschlagen. Der hat ja vor einiger Zeit im Zentrum zur Köstinger gesagt, Elli, es ist vorbei. Und jetzt ist der Baum gefallen und die Schramböck ist daneben gestanden und ist gleich mitgefallen. Die Schramböck hat ja Schluss gemacht mit einem Instagram-Posting, wobei ich glaube, sie weiß das gar nicht. Sie glaubt, sie hat einen Fax geschickt. Also, nämlich so. Na, die zwei sind schon, also die waren schon eine Vorgabe, muss man sagen, oder? Irgendwie. Na, es ist. Ich meine, es hat sich dann eh schon abgezeichnet. Die Frage war, warum sind sie jetzt zurückgetreten und nicht schon früher? Weil es waren durchaus Ereignisse, wo man sagt, ja, da kennt man eigentlich schon. Aber nein, jetzt auf einmal. Und dann hat man so Gerüchte gehört, nicht am Montag auf einmal hat es geheißen, um 11 Uhr persönliche Erklärung von der Köstinger, da weiß man dann eh schon. Das ist nur meistens so kurzfristig, dass man es nicht mehr schafft, einen Sekt in den Kühlschrank zu stellen, dass man feiert dann. Aber egal. Und die Erklärungen, nicht? Also die, ich meine, die Schramböck allein, eine Digitalisierungsministerin, die glaubt, man kann das Land digitalisieren, aber man muss vorher das Internet ausdrucken. Und die Erklärung von der Köstinger war auch schön eigentlich. Sie hatte überraschenderweise nicht private Probleme oder Gründe erklärt, das ist ja normalerweise die Begründung. Sie hat gesagt, sie hat einen Zeitpunkt abgewartet, wo sie ihre Projekte auf Schiene gebracht hat und jetzt zufrieden in die Privatwirtschaft gehen kann. Nicht? Und ich habe gedacht, hä? Was? Es gibt einen medizinischen Fachausdruck dafür, das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Der besagt nichts anderes, als dass Menschen, die total überfordert sind, wenn die eine große Aufgabe bewältigen müssen und das machen, glauben sie, dass sie es können.
Das ist wirklich ein psychologischer Effekt, so wie der kleine Pinscher, der glaubt, er kann die Dogge anludeln und es passiert nichts. Das ist, aber nur solange die Dogge angebunden ist, nicht? Aber passiert da nichts. Na, die beiden sind weg. Na, das ist, es ist schon, es ist, ich meine, die sind ja geschwommen, muss man sagen, von Anfang an, wie ein Luftmatratzen, wo es wenn du hin ist. Nicht? Vom ersten Augenblick an hat man sich gedacht, was ist denn da nur los? Nicht? Aber ja, jetzt ist es soweit. Ich meine, ich weiß schon, der Stefan schaut mich schon an, weil der sagt dann immer, du kannst nicht immer schimpfen und alle und so. Du hast recht natürlich, das stimmt. Aber ich habe so gewisse Ansprüche, weil man denkt, das sollte wenigstens erfüllt werden von jemandem, der im Land eine verantwortungsvolle Position hat. Die ist eh nicht viel. Ich finde, es sollten Menschen sein, wo man zumindest im erweiterten Kreis vermuten würde, die würden als Telefonjoker bei der Millionenshow durchgehen. Und nicht, es sind Leute, denen du vorher noch das Telefonieren erklären musst. Und das ist. Aber ja, schauen wir mal. Köstinger Schramböck weg. Man fragt sich, wo sind Hanna Raab und der Charlie Schallenberg, wenn man es braucht. Die könnten sich gleich anstellen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Nicht? Aber jetzt habe ich erst im Nachhinein, erklären sich ja dann so viele Dinge. Jetzt habe ich erst verstanden, warum sich der Herr Bildungsminister zum Friseur traut hat. Nicht? Na, der Polaschek, der war ja beim Friseur. Nicht? Ich habe gedacht, weil alle immer geschimpft haben, er schaut aus wie der Prinz Eisenherz aus der Steiermark. Der Grund ist ein anderer, der fürcht um seinen Job. Der versteckt sie. Ja? Weil kurz vor der Mathe-Matura angeschnitten, die Haare kennen kein Mensch mehr. Nicht? Das ist so. Das war die erste politische Tat, für die er Applaus gekriegt hat, im Übrigen. Also, na schau. Und jetzt schaut er aus, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, müssen wir es mal googeln, er schaut aus wie der Wrabetz. Wie ein Zwilling vom Alexander Wrabetz, wie nach der Geburt getrennt. Wirklich, das, so wie der Nehammer und der Brad Pitt. Wenn man den Brad Pitt im Kaufhaus Österreich von der Schrambeck bestellt. Ne? Das bleibt ja auch hängen, glaube ich. Ja, okay. Gut, der Nehammer hat es auch nicht leicht jetzt eigentlich. Nicht? Also jetzt kommt der Parteitag, der in Graz ist da am Samstag und dann hat er eigentlich gute Nachrichten gehabt. Nicht? Also was Positives, was Neues für die ÖVP, weil neuer Name, schon wieder, und neues Logo. Das, ich finde es spannend, wie oft die ÖVP in den letzten Jahren den Namen gewechselt hat. Das ist Ärger als ein Bobo-Kind in Wien. Also, Joy, Leonie, Pascal, komm her. Ja, das ist bei der ÖVP ähnlich. Angefangen hat es mit Österreichische Volkspartei, klarerweise. Dann kam Le Sébastien. Und dann wurde es die neue Volkspartei. Und jetzt ist es nicht mehr so neu und nicht mehr so türkis, jetzt ist es nur mehr die Volkspartei, aber ohne österreichische. Ich meine, wenn das so weitergeht, ist wie bei Wordle, bei diesem beliebten Spiel, wo sie die Buchstaben dauernd ändern, in 2 Jahren ist es die Volk, Alter. Ja, also das ist so. Wo entwickelt sich das hin? Parteitag eh schwierig am Wochenende, da kommen ganz viele. Ein paar Grinch-Momente werden sein, weil Le Sébastien wird da sein, nicht der Kurz. Nur Kurz, haben sie gesagt. Ja. Schaut vorbei. Man ist noch nicht ganz klar, wird er eine Rede halten oder nicht. Da sind wir uns auch noch unschlüssig. Vielleicht klärt sich das im Laufe des Abends heute, ob der Kurz eine Rede hält dort. Ja, es wird Grinch ein bisschen, nicht wie die Jungen sagen. So wie wenn man die Ex bei einer Party wieder trifft. Also man war 2 Jahre lang wirklich sehr verliebt und hat gesagt, mein Kanzler, du bist mein Ein und Alles. Und dann hüft nur durchtauchen, 10 zusammenbeissen, kann er eh dann eh haben, geht schon. Und, ja. Ja, sonst Regeln haben sie aufgestellt, keine Handys und so, keine Chatnachrichten, daraus haben sie gelernt. Und wenn die Vorarlberger kommen, muss man aufs Geld aufpassen, sonst hast du gleich Inserat. Und die Bodyguards kriegen nur ein Obi gespritzt, oder dann nehmen wir es oft, nicht? Weil sonst wird das auch zu kritisch. Ja. In Niederösterreich auch wichtig, weil die Wahlen ja sind, in Niederösterreich Landtagswahlen, wo sie jetzt auch die Johanna aufgestellt haben. Das muss man nur ein bisschen anders formulieren, weil die niederösterreichische ÖVP hat ja diesen beliebten, sympathischen Sprech, den sie anwenden. Also für die Niederösterreicherinnen von den Fernsehgeräten, das schwarze Gesindel hat die Hanna aufgestellt und was im Herbst nicht passt, spielt Granada. Also so ungefähr. Könnt ihr euch was anderes suchen, einen anderen Job? Was gar nicht einfach ist, wie wir beim Strache sehen, der findet keinen Job, gell? Findet ihn nicht, nein, und ich weiß nicht warum, er ist so arm. Na, dass der aus der Privatwirtschaft keinen gescheiten Job ankriegt, oder? Es ist, der dingelt jetzt so als Reality-Soap-Star durch die Fernsehsender. Ist euch das aufgefallen? Ständig erzählt er, wie das alles war, und er ist so arm und so. Ist ein bisschen, der Strache ist so der Hans Orsolitsch der Innenpolitik. Also, ich hab verloren, wie du einer verlieren kann. Mein Botschaft, das Leben.
Ja, ja. Letztes Mal im Ansatz, auf 1 war ein Doku, jetzt auf Puls 4 kommt der Doku, zurück, wo alles begann, nach Ibiza, fliegt er wieder runter, dann zahlt es dort. Ich frage mich, wo endet das bei, weiß ich nicht, Love Island, wo er einen neuen Partner sucht oder was knockert, der so, oh, kommt man drauf, Strache, doch Rechtsträger, Überraschung. Oder Big Brother wäre auch gut, nicht, weil der checkt keine einzige Kamera, die irgendwo ist, nicht, dann zahlt alles aus. Und jede Fußpflegerin würde ihn wählen, ja, also von dem her. Ja, der Kogler auch wieder gewählt, ne? Die haben schon den Parteitag gehabt. Der ist entspannt, das taugt mir. Der Kogler ist nicht mehr so heiß wie vorher. Also momentan hat man nicht den Eindruck, dass er jedem, der blöde Frage stellt, gleich an Will Smith ins Gesicht prackt. Also der ist so gechillt wie Eltern am Spielplatz, weil die Situation super ist. Ne? Die anderen Kinder prügeln sich und die eigenen schreien nur laut. Das ist so super Situation. Ja, und eine Wahl haben wir noch, über die haben wir wirklich Sorgen, weil Van der Bellen, wir haben Bundespräsidentenwahlen im Herbst. Und er sagt nichts. Er sagt nicht, ob er will oder nicht. Gell? Ich meine, jetzt muss er sich vorbereiten auf die 800. Umgruppierung in der Regierung. Da denkt sich, nicht schon wieder, bitte. Ja. Wer kommt jetzt wieder daher? Aber ich frage mich wirklich, will er oder will ich? Ich habe echt Angst, dass der vergisst. Na, der hat so viel zu tun mit seinem Tempo, kann es passieren, dass er Ende November sagt, ja, ich mach's, das war schon. Ja. Man müsste ihm im Handy so im elektronischen Kalender einen Termin eintragen, das ihn erinnert, weißt, wo dann aufgeht, Achtung, Bewerbung bekannt geben oder so. Das ist prinzipiell eine gute Idee. Die einzige Voraussetzung ist, dass den Kalendereintrag nicht die Schramböck macht. Vielen Dank. Ich habe bei uns auch einen Kalendereintrag und da steht jetzt Schluss machen, weil Stefan Haider ist dran. Meine Damen und Herren, Stefan Haider! Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich auch dabei sein darf, heute auch ein bisschen so die schulische Sicht ins Weltgeschehen einbringen. Wird ja immer noch viel geredet von Pandemie, Ukraine, Regierung und so weiter und vergisst man oft, dass es ja auch noch echte Probleme gibt. Heuer ist wieder Matura. Schriftlich und mündlich. Also, wie wir Religionslehrer sagen, mit alles und scharf. Und da hat wirklich keiner mehr, da hat keiner mehr gerechnet damit. Hat keiner mehr gerechnet damit. Und das ist natürlich für die jungen Menschen eine wahnsinnige Belastung. Matura ist überhaupt eine Belastung. Voriges Jahr war nur schriftlich. Ich war Aufsicht bei der schriftlichen Deutschmatura. Nach 3 Stunden hat ein Kandidat einen Wadenkrampf gekriegt. 3 Stunden schreiben, das geht in die Füße, gell? Und dann haben wir ihn halt hergeholt und haben uns ein bisschen hingelegt und gedehnt. Und es ist dann eh wieder gegangen. Nicht? Aber es sind schon so die Momente, wo ich mir dann denke, okay, meine Pension zahle ich mir selber ein. Weißt du, also das müsste dieser Generation nicht zusätzlich noch umhängen. Gell? Und die haben wirklich so ihre eigenen Themen, wobei, ich bin ja froh, also hat mich keiner gefragt, aber ich wäre sowieso dafür gewesen, wieder ganz normal Matura, dass es auch wieder ein bisschen in die Tiefe geht, dass sie auch wieder nachdenken, die jungen Menschen wieder auf Dinge auch draufkommen, weil die kommen auf Dinge drauf. Wenn sie sich damit auseinandersetzen, war jetzt gerade unlängst einmal in einer Klasse, die haben sich gerade so für die Matura-Reise angemeldet und dann hat der Schüler so gesagt zu mir, Grammatik war ihm immer wurscht. Ja, das hat ihn nicht interessiert, das war ihm scheißegal und jetzt ist er draufgekommen, total wichtig. Gell? Artikel zum Beispiel. Ja, weil es vom persönlichen, vom persönlichen Erleben, es ist ganz was anderes, wenn du sagst, so ein Dreier auf die Matura oder ein Dreier auf der Matura-Reise. Nicht? Und spürst du das? Wobei ich selber, ich meine, bin zwiegespalten. Also manchmal denkt man, vielleicht sollte man es wirklich leichter machen. Weißt du, eben so kommunistischer, da darf man so wirklich, dass du wirklich sagst, Matura für alle. Weißt du, wirklich Matura für alle, du musst 18 Jahre sein, ist die einzige Voraussetzung. Gell? Herzlich willkommen zu Ihrer mündlichen Deutschmatura. Wir haben da auf die Tafel ein paar Worte geschrieben, bitte lesen Sie uns eines vor. Ja. Insekten, großartig, möchten Sie was machen mit dem Wort? Konjugieren. Bitte sehr. Ich Insekte, du Insektest. Wir Insekten und ihr kennt mich alle Insekten. Sehr gut. Mit Vergangenheit bringen wir auch zusammen. Insekteten, gratuliere. Steigern.
Insektenhasenlöwen, jetzt war es eins. Bravo, gell? Also bitte gleich hinübergehen zur Mathematik. Matura, 2 Lego-Steine nehmen und einen Quader basteln. Jo, ja. Na Wahnsinn. Und man muss sich aber dann auch wieder in die Menschen natürlich hineindenken, gerade in die jungen Menschen, was das heuer für ein Wahnsinn war. Nicht? Ich meine, die Regierung hat zwar schon, ich glaube im Jänner oder so, haben sie gesagt, es wird eine mündliche Matura geben, aber die haben es ja nicht geglaubt. Nicht? Die wird sicher noch abgesagt. Nicht? Und jetzt kannst du ja, solange du dir nicht sicher bist, du kannst nicht zum Lernen anfangen. Nicht? Weil das ist der größte Horror jedes Schülers, wenn er umsonst gelernt hat. Und jetzt wartet er natürlich. Nicht? Und das ist also eine ganz grundsätzliche Frage, zahlt es überhaupt aus, wenn man sich bemüht hat? Zahlt sich Einsatz, harte Arbeit, zahlt sich das aus? Ich bin mit vielen meiner ehemaligen Schülerinnen und Schülern auch so über die sozialen Medien verbunden, gerade unlängst zu einem Instagram-Post von einem ehemaligen Schüler mit nacktem Oberkörper, Waschbrett, Bauch, gell, wo du wirklich auch als Religionslehrer sagen musst, ja, das schaut gut aus. Gell, also, ich war nie knapp dran, aber es schaut gut aus. Und er wollte so dieses narzisstische Selbstporträt nicht einfach so in die Weiten des Internets schicken, sondern hat das als politische Botschaft getarnt. Nicht? Und hat unterhalb hingeschrieben, darum hassen Sozialisten Fitnessstudios. Harte Arbeit zahlt sich aus und die Ergebnisse können nicht umverteilt werden. Ja. Und muss man, na, also, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, gut, hat was, ich habe dann trotzdem als Kommentar hingeschrieben, aber Jesus liebt auch die Wamperten. Gell? Und aber wenn Ihre Matura schon länger zurückliegt, vor allem Ihre mündliche Matura, Sie haben ja keine Ahnung mehr, wie es heute ist. Es ist ja einen Quantensprung gegeben, einen Paradigmenwechsel, jetzt ist alles kompetenzorientiert. Weißt, wirklich so, es muss so handlungsorientiert sein. Ich merke das selber total bei der Religionsmatura, die Aufgabenstellungen ganz anders. Früher habe ich einfach gefragt, die 5 Säulen des Islam, 1, 2, 3, 4, 5 geht schon los. Nicht? Und heute musst du eine Aufgabenstellung entwickeln. So, das kleine Elektrounternehmen Hellbirn hat im vergangenen Jahr gute Geschäfte mit dem örtlichen Moscheeverein gemacht, möchte sich bei der muslimischen Gemeinde bedanken und spendet anlässlich des Ramadan-Festes ein Spanferkel und 12 Kisten Bier. Wo ist der Fehler? Und ja, da. Kann ich mich erinnern, wie diese Aufgabenstellung das erste Mal in ein Glas reingebracht habe, sofort dann aufgesagt, was nur Bier, das kannst du ja nicht machen. Ja, also, Nein, aber grundsätzlich, die jungen Menschen werden das schaffen, also Religionslehrer ist mir immer positiv eingestellt, fragen mich auf die Leute, stimmt das wirklich, denkst du wirklich immer so positiv über die jungen Leute? Und ganz ehrlich, ich komme manchmal schon an meine Grenzen, nicht? So, wenn du beim Singen bist in der Glas, weiß ich nicht, du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du, gell? Und ich schaue so durch die Glas, du bist du, und ich denke mir, bei irgendeinem denke ich mir vielleicht, du bist du, du bist ein Lulu, wird es ja reimen. Also, was genau an dir der Clou ist, ich weiß es nicht, aber das muss ja eh nicht dich bestimmen. Der liebe Gott wird sich was gedacht haben dabei. Was so Benjamin, 17 Jahre, Spitzname Jägermeister. Weil er jeden Samstag, und zwar wirklich jeden Samstag, so viel Jägermeister sauft, bis er speibt. Und dann sind wir mit den Sachen, die der Benjamin richtig gut kann, auch schon wieder fertig. Gell? Und Religionslehrer kriegst du sofort diese Gefühle, dem muss ich helfen, was mache ich? Nicht? Also weiß ich nicht, mit ihm reden, adoptieren, Exorzismus, keine Ahnung. Nicht? Und da die Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir was tun, machen wir ein Projekt gegen Alkoholmissbrauch oder lass mir am Mandalas zeichnen oder schick mir einen von den Zeugen Jehovas vorbei, lauter so Verzweiflungsaktionen. Gell? Und der Jägermeister hat so nicht nur einen tollen Spitznamen, sondern auch jede Menge Aufmerksamkeit, nicht? Wo die Leute sagen, ja, hat er halt die Aufmerksamkeit, aber du kannst ja nicht immer wegschauen. Ich meine, immer eh nicht, aber ich glaube, man könnte öfter wegschauen, als man es gemeinhin tut, weil schon der Jägermeister ist 17, nicht 5. Nicht? Wie wäre es mit Eigenverantwortung? Klingt das Konzept jetzt hart, aber ich denke mir, schau, der wird relativ schnell draufkommen, dass ihm seine einseitige Hochbegabung weder bei der Partnerwahl noch bei der Berufswahl so richtig nützlich sein wird. Nicht? Also, ich meine, wie viele Frauen gibt es, die ihre Kinder dazu in Mai Tai Papa zu viel saufen kennen? Wahnsinn. Der, jeden Samstag war der besoffen, jeden Samstag. Und dann, der hat immer gespielt, muss der Fall. Manchmal, ich glaube, er will noch was sagen. Nein, hat er wieder gespielt. Ich habe mich so verliebt. Und ich meine, ich denke mal, bei den allerwenigsten Bewerbungsgesprächen ist es der echte Joker, wenn du sagst, und außerdem, ich mache Ihnen jene Weihnachtsfeier zur Legende. Mein Name ist Jägermeister. Selbstverantwortung, er wird vielleicht irgendwann draufkommen. Und dann wird er vielleicht sein Verhalten ändern, Input, Output. Nicht? Man muss die Leute einfach draufkommen lassen und dann kommt aber sofort jemand, was ist, wenn der Alkoholiker wird?
Wo ich dann immer sage, schau, der ist jeden Samstag besoffen, schwört unter Tränen, dass er nie mehr so viel sauft, ist er Wochen später wieder besoffen. Da müssen wir uns doch keine Sorgen machen, dass der Alkoholiker wird. Ich meine, der Alkoholiker-Test ist im Moment der einzige, den der positiv schafft. Und dann kommt natürlich das härteste aller Argumente, was ist, wenn er sich zu Tode säuft? Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, sicher, wenn du über das nachdenkst, das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite, wenn du ganz ehrlich bist, Jägermeister ist eine Riesenfirma, die merken das nicht einmal beim Umsatz. Also ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Stefan Haider. Stefan, Dankeschön. Du bist ja im echten Leben wirklich auch, stehst du auch in der Klasse, auch Direktor. Wie war die Matura bei euch? Das waren alle da, das ist einmal toll und ja, es haben auch etliche geschafft, ist auch schön. Es war ja eine große Diskussion, wenn ihr euch erinnert an die Matura, wie war das? Habt ihr Albträume? Und es sagen ja viele, sie haben Albträume von der Matura. Ja, alles. Außer Pause. Alles außer Pause. Ich habe gemacht damals eine Hackmatura. Ja, weil auch. Ich auch. Du auch. Auch. Schau, was für gute Buchhalterinnen wir waren. Sind, ja, Wahnsinn. Die Hack hat uns zu Kabarettistinnen gemacht. Aber dann ist schade, dann kennen sie alle nicht Latein, oder? Nein. Nein. Auch nicht Mathe. Auch nicht Deutsch. Turnen war ja ganz gut. Hast du Albträume von? Gibt es wirklich jemanden, der Albträume hat? Ja, ich habe das regelmäßig. Wirklich? Ja, also jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich Albträume davon, von der Aufnahmeprüfung auf der Schauspielschule. Aber bis dahin hatte ich regelmäßig Albträume. Ich habe Mathe-Matura und habe ein Blackout. Ja. Ja. Das war meine Matura. Also das war meine Matura, ja. Ich fand die Nachricht gut, weil es war ja eine Stunde mehr Zeit für die Mathe-Matura, weil eben die Vorbereitung nicht so war, wie sie sein hätte können oder so. Und wegen am Lüften. Bitte? Wegen am Lüften dazwischen. Genial. Aber wir haben in der Hack-Matura, hast du das auch gehört, BWL und Rechnungswesen zusammengelegt. Ja. Und die war 6 Stunden lang. Mhm. 3 mal 3 Stunden. Ja. Das wären 9. Also eine Stunde mehr beeindruckt mich nicht. Was hat er gesagt? 3 mal 3 Stunden. 3 mal 3 Stunden wären 9. Du wärst der erstklassige Buchhalterin geworden. 2 mal 3 Stunden, ja, natürlich. Richtig. Rechnungswesen und BWL. Das hat sich ausgezahlt. Meine Hack hat sich ausgezahlt. Wenn du 2 mal 4 rechnen würdest, was würde dann rauskommen, Aida? 9. Oh, wir hatten ein großes Ereignis in der letzten Zeit. Boris Becker spielt Tischtennis maximal. Boris Becker muss ins Gefängnis, 2,5 Jahre. Nach einem Jahr, sagt man, nach guter Führung, kommt er raus. Wie habt ihr das empfunden? Was habt ihr für Beziehung zu Boris Becker? Ich finde das total schade, weil das war immer so mein letztes Ding in meinem Leben. Wenn nichts aus mir wird, es gibt noch immer Boris Becker. Ich bin ursein Typ und er hat Geld, dachte ich. Und vor allem, es würde auch gut passen, wenn ich heiraten würde. Aida Becker ist... Stimmt. Aber da musst du aufpassen. Ich weiß nicht, was mit Boris Becker los ist, aber der ätzt jede DNA in seiner Nähe einfach weg. Es ist völlig wurscht, mit wem der ein Kind macht. Das schaut immer aus wie er. Ja, stimmt. Und vor allem, dann leugnet es auch noch. Nein, das ist nicht mein Kind. Ja. Nein. Ja. Elon Musk hat Twitter gekauft. Hat euch das auch innig getroffen? Gratuliere. Du twitterst schon, oder? Ich habe angefangen vor 5 Tagen. Ich penetriere jetzt alle sozialen Medien mit denselben Inhalten, so wie man das tun sollte heutzutage. Und ich fühle mich ein bisschen wie ein Kind auf einer Familienfeier, wenn die Erwachsenen eskalieren. Und ich weiß nicht, warum. Irgendwie streitet jeder mit wem. Ich habe noch nicht rausgefunden, wieso. Manche finden überhaupt keinen Streitpartner und schreien einfach so im Internet herum. Also es ist ein ganz spannender Ort, Twitter. Ja, also eigentlich wirklich wie Ostern mit der Familie oder so. Ja, schon. Stimmt, kann man so sagen. Weil die AIDA schon bewiesen hat, dass sie eine wirklich tolle Ausbildung 3x3 genossen hat. Wer will's von mir lernen? Ja, genau. Und weil die Ellie Köstinger nicht mehr unter uns ist, freue ich sehr, dass die AIDA da ist und ihr vielleicht eine Stimme geben kann. AIDA, los, meine Damen und Herren. Ich
habe in meiner Rücktrittsrede vergessen, mich bei allen zu bedanken. Und das möchte ich jetzt nachholen. Zuallererst möchte ich mich bei mir selber bedanken. Danke, Eli. Danke. Danke. Danke, Eli, dass du nie aufgehört hast, an die Ungerechtigkeit zu glauben. Danke, dass du immer brav deine Augen verschlossen hast beim Thema Korruption. Und danke auch, dass du immer die Goschen gehalten hast, wenn die Männer am Wort waren. An alle Mädchen in diesem Land, lasst euch nicht unterkriegen von eurer eigenen Meinung. Bleibt schön steuerbar, dann könnt ihr alles schaffen. Ich möchte mich auch bei meinen Ex-Kolleginnen bedanken, den Ministerinnen, also die, die es noch gibt. Danke, dass ihr euch immer bemüht habt, die Messlatte so niedrig wie möglich zu halten. Dass ich eigentlich, egal was ich gemacht habe, brillieren konnte. Danke. Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Schweinen bedanken, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Den meisten bleibe ich weiterhin verbunden, aber bei manchen ist es wurscht, was aus ihnen wird. Dankeschön. Danke, Eli Köstinger. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend, Graz. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich brauche dringend Geld. Wirklich, ich habe allein in diesem Monat 1200 Euro für eine Zahnkrone ausgegeben. 1200 Euro. Ich meine, das ist ein Volltank. Aber was ist das auch für ein kranker Schwachsinn, oder? Dieses Konzept Zähne. Einfach so null durchdacht, null. Um nicht zu sagen löchrig. Die Evolution, die hat so pfuscht mit unseren Zähnen. Wie kann es sein, dass deine Nägel und Haare nachwachsen, während deine Zähne verfaulen und ausfallen? Die Milchzähne, die sollten dir mit 30 ausfallen und dann sollte die Zahnfee kommen. Mit das Geld, das wir es brauchen. Und ich weiß nicht, an mir liegt es, glaube ich, nicht, weil ich putze wirklich ordentlich Zähne, überhaupt bevor ich zu meinem Zahnarzt gehe. Ich glaube, mein Leben wäre ganz anders verlaufen, hätte ich nur alles mit der gleichen Intensität gemacht wie das Zähneputzen vor dem Zahnarzttermin. Ich wäre jetzt nicht hier, nein, nein, ich wäre längst in Hollywood, ja, oder in U-Haft oder so, weil wirklich, ich putze meine Zähne vor dem Zahnarzttermin wie mein Auto, bevor ich auf Urlaub fahre. Da gibt's alles, Vorwäsche, Aktivschaum, alles, alles, weil es mich beruhigt. Wenn ich mir dann einrede, er hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Und meine Angst ist groß. Ich mache auch nichts ohne Spritze, nix. Grüß Gott, Frau Los, Grüße, Spritze. Dann hat er mir eine Spritze gegeben und innerhalb von kürzester Zeit war die linke Seite komplett gelähmt. Wirklich, ich bin mir vorgekommen wie die SPÖ. Und dann hat er begonnen mit seinem Instrument in meinen Zahnlücken zu stielen. Wahnsinn, was der alles erwischt hat. Wirklich, mein halbes Leben. Reiskörner, Chickstummeln, eine Kontaktlinse. Wirklich, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe einen Lebenslauf in meiner Lücke. Ja, hat ein bisschen dauert. Ui, den muss ich retten, ui, den muss ich retten. Ui, da brauchen sie dringend eine Krone, damit ist nicht zu spaßen. Okay, wie viel kostet das? 1200 Euro. Und für mich? 1200 Euro. Aber vorher muss ich noch die Wurzel ziehen. Ist das auch noch? Keine Ahnung, was ist die Wurzel von 1200? Ich meine, sowas lernst du auf einer Hack, aber sonst.
Ja, ich freue mich wirklich, hier zu sein, aber auch noch aus einem anderen Grund, jetzt nicht nur wegen dem Geld, sondern der zweite Grund ist, ich brauche urviel Aufmerksamkeit. Es ist furchtbar, wirklich. Aber ich kann nichts dafür, weil ich bin ein Sandwich-Kind. Haben wir heute irgendein Sandwich-Kind hier? Irgendwer? Nein? Okay, dann muss ich vielleicht den Begriff... Oh ja, da, oder? Nein? Sie? Wer? Er, du bist ein Sandwich-Kind? Ja. Und was ist auch so schlimm für dich? Ja. Furchtbar, oder? Ja. Sag, hast du jemals so viel Aufmerksamkeit bekommen wie jetzt gerade? Ja, ich muss es erklären, ich muss echt erklären, was ein Sandwich, manche wissen das nicht. Also der Begriff Sandwich-Kind, der bezieht sich leider nicht auf die Zeugung, sondern... sondern auf die Reihenfolge. Ja, wir Sandwich-Kinder, wir sind die mittleren Kinder. Und wir sind ein bisschen so wie das Orange in der Ampel. Keinen kümmert's. Wirklich. Alle fahren sie über uns drüber. Wurscht, wird schon niemanden auffallen. Wenn das meine Familie ist, dann bin ich die hier. Ich bin die in der Mitte. Und niemand will das sein. Alle wollen zwar in ihrer Mitte sein, aber niemand will Mittel sein. Außer vielleicht irgendwelche weißen Cis-Männer in Top-Positionen, aber sonst niemand. Weil alles, was Mittel ist schlecht. Mittelfinger, Mittelohrentzündung, mittlerer Sitz im Flugzeug, schlechteste Sitz. Und genauso fühlt sich das Leben eines Sandwich-Kindes an. Wie so ein nicht aufhören wollender Langstreckenflug mit Turbulenzen. Und du bist da eingezwängt zwischen einem Baby, ja, das die ganze Zeit schreit, allen auf die Nerven geht und trotzdem die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Und in so einem alten, langweiligen Menschen, der dich Nüsse interessiert und nur schnarchend auf dich drauf liegt. Und du in der Mitte. Und du weißt ganz genau, jede einzelne deiner Bewegungen stört. Es ist wirklich ein weltweit anerkannter Komplex, der Sandwich-Kind-Komplex. Es gibt sogar einen internationalen Tag der Sandwich-Kinder. Haben Sie das gewusst? Nein? Natürlich nicht, interessiert ja auch keinen. Aber den gibt es wirklich. Es gibt ihn wirklich. Der ist, nein, nicht am 29. Februar, er ist am... 22. August fällt heuer auf einen Montag und wie jedes Jahr auf den Geburtstag meiner Mutter. Bitte, wem ist das eingefallen? Sicher meinen Schwestern. Und trotzdem bin ich froh, Schwestern zu haben. Trotzdem bin ich froh, kein Einzelkind zu sein, weil Einzelkind zu sein bedeutet ja nichts anderes, als dass dich deine Eltern bekommen haben und dann erst drauf kamen, dass sie eigentlich keine Kinder wollen, oder? Nein, da bin ich... Da bin ich lieber ein Sandwich-Kind. Das berühmteste Sandwich-Kind im deutschsprachigen Raum heißt übrigens, weiß es jemand? Österreich. Auch so eingezwängt in dieser Dreierkonstellation. Österreich hat nicht den großen Bruderbonus Deutschlands, aber hat auch nicht den Niedlichkeitsfaktor des Nesthäkchen Schweiz. Also bleibt es ja immer gefangen in seiner verhaltensauffälligen Rolle des Sandwich-Kindes, das ständig schwankt zwischen absoluter Harmonie und seinem Dasein als randvolles Pulverfass. Und ja auch ständig glaubt, man schuldet ihm was. Das Verhältnis, das ich zu meiner älteren Schwester habe, ist das gleiche Verhältnis, das Österreich zu Deutschland hat. Sie mag mich? Das Verhältnis, das ich zu meiner jüngeren Schwester habe, ist auch genauso wie das Verhältnis Österreich-Schweiz. Es fehlt ein bisschen so am gegenseitigen Interesse, verstehen Sie? Aber wir sind jetzt nicht verfeindet oder so. Nein, nein, es ist so eine wohlwollende, aber emotionslose Wurstigkeit. Ja? Aber ich finde, wir haben auch so wenig Schnittmenge, obwohl wir uns vielleicht am ersten Blick ähnlich schauen. Ja, es ist ein bisschen wie Zürich und der Zentralfriedhof. Ich meine, der Zentralfriedhof ist einfach doppelt so lustig. Doppelt so lustig und nur halb so verschwiegen. Und das sind die guten Nachrichten. Doch diese kümmerliche Position hat Österreich halt auch einen Humor entwickelt, der ihn letztlich zu den Leibernsten da drein macht. Ja, den Deutschland nicht versteht und die Schweiz nicht interessiert, weil es nichts ist, was man kaufen kann. Diesen Schmäh, der sich auch so schwer beschreiben lässt, oder?
Ich glaube, der Schmäh ist in Wirklichkeit nichts anderes als der vermeintlich gleichgültige Umgang mit dem eigenen unzugänglichen Zorn. Im Wesen eines guten Schmähs liegt stets etwas Tragisches, ja, Morbides und im besten Fall Grindiges. Das ist, man graust sich hierzulande so gern, oder? Man graust sich bis zur Glückseligkeit. Man bläst ausgerechnet seine Trauer so großzügig auf und verleiht ihr damit lustvoll etwas Feierliches. Man blickt auf die Ereignisse, ringt um Mitgefühl und ist halt doch gefangen in seiner schmähbeladenen Begeisterung für die kleine Katastrophe. Und ich meine, die lauert hier halt auch überall. Aber mit echten Entsetzen hat das natürlich wenig zu tun, weil echte Tragödien hingegen, die werden dann wieder so zärtlich verniedlicht. Und so wird aus einem Schlaganfall ein Schlagerl. Aus einem Herzinfarkt ein Kasperl. Aus einem Ibiza-Video absoffene Geschichte. Aus einem Terroristen ein Arschloch. Und aus einem geschmacklosen Judenwitsch eine ausverkaufte Tour. Dankeschön. Aida los. Dankeschön. Aida los. Meine Lieben, ich habe gar nicht. Schenkt euch Wein ein. Weingut Topf mit einem grünen Veltliner aus dem Kamptal versorgt uns heute hier. Es war Muttertag. Wie feiertet ihr den Muttertag? Ich habe angerufen, Gedicht aufgesagt, wie immer. Ja. Du Mama, wie jedes Jahr. Alles Liebe. Und sie hat gesagt, sie kennt sie eh schon, braucht nur die zweite Strophe machen. Eine sehr schöne Geschichte haben wir in England entdeckt. Da war eine Frau kurz vor der Zwangsräumung und hat, um sich der Zwangsräumung zu entziehen, ihre Katze geheiratet. Und das hat funktioniert. War sicher keine Perserkatze, weil da ist umgekehrt. Da gibt es keine Zwangsräumung, sondern eine Zwangsehe. Und da musst du... Wollen Sie diese Frau? Miau! Danke. Ja. Und noch eine absurde Meldung. Die NASA möchte Außerirdische anlocken, was ja viele Ufologen und so wollen. Und haben eine ganz besondere Möglichkeit entdeckt. Sie versuchen das jetzt mit Nacktfotos von Menschen. Anlocken. Anlocken, nicht abschrecken. Oder abschrecken. Ja. Das ist mutig, ja. Also du musst zu diesem 1% der Menschen gehören, die nackt besser ausschauen. Aber du erzählst doch deinen Jugendlichen immer die Geschichte, dass man das gescheit besser ist als schön, oder? Genau, genau. Und das auf Dauer stimmt es ja auch, weil gescheit kann man auch mit 80 noch sein. Ich habe ja jetzt 80 gesagt, ja. Man kann aber auch schon viel, viel, viel jünger gescheit sein und auch dazu lustig. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Steiermark-Premiere von Malarina, meine Damen und Herren. Hallo, guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber bei uns in Serbien wurde in der Zwischenzeit gewählt, auch wenn die Auswahl eigentlich sehr gering war. Aber unsere Freude über Vučićs Wiederwahl zum Präsidenten und Minister für alles wurde überschattet von unserer Sorge über die politische Situation auf der ganzen Welt. Überall passieren so schlimme Dinge, oder? Syrien, Jemen, Afghanistan. Und so viele weitere Orte. Viel zu viele, um sich heute hier alle aufzuzählen. Wir finden das schrecklich, aber wir sehen das ähnlich wie Österreich. Es ist so weit weg. Was sollen wir machen? Hilfe vor Ort, Sie wissen schon. Jetzt ist aber auch in der Ukraine Krieg und das ist nicht so weit weg. Das ist für uns ein wirklich schwieriges Thema. Weil natürlich finden wir das entsetzlich. Auch bei uns wurde demonstriert. Alle haben ihre Putin-T-Shirts angezogen und ihre Holzkreuze aus dem Keller geholt. Es gab Cevapcici und Ladno Pivo.
Schauen Sie, das ist so eine radikale Gruppe, Patrioten, Nationalisten, Hooligans und Fundamentalisten. Und die kann man bei uns in Serbien buchen für verschiedene Veranstaltungen. Für Fußball, für Auftritte des Präsidenten oder als Gegendemonstration zur Regenbogenparade. Die meisten dieser Leute haben nicht wirklich Besseres zu tun, darum sind die Preise moderat. Wenn Sie so etwas brauchen, schicken Sie mir ein E-Mail, ich leite das gerne weiter. Natürlich gab es auch bei uns Demonstrationen auf der anderen Seite für die Ukraine, gegen den Krieg. Aber glücklicherweise haben die westlichen Medien das nicht berichtet und wir haben das den Leuten von Russia Today einfach nicht erzählt. Bitte verraten Sie es Putin nicht. Und natürlich sind diese prorussischen Aktionen extrem peinlich und falsch. Aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Was Sie müssen verstehen, politische Meinungen, Prinzipien und Integrität muss man sich erst einmal leisten können. Und wir haben einen Arsch voll Schulden bei Putin. Und wir haben Angst, dass wenn wir nicht die Goschen halten, wir die Nächsten sind auf seiner Liste. Die EU sagt aber, dass wenn wir die Goschen halten, die uns streichen von deren Liste. Es ist ein Dilemma. Weil man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Und wer zahlt schafft an, das kennen Sie ja selbst. Wie übersetze ich für Sie das auf Österreichisch? Sag mal so. Unser Präsident ist quasi Karin Kneißl. Verstehen Sie, wir schulden dem Mann Ohrringe und andere Ringe. Putin ist überhaupt der Herr der Ringe. Er hat die Macht, uns zu knechten, uns alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Manche sagen zu uns deswegen, wir werden die Huren der Reichen. Wir sagen dann immer, ja, Früher waren wir die Huren der Armen. Das waren beschissene Zeiten. Außerdem hatten wir bis vor nicht allzu langer Zeit Russisch noch als erste lebende Fremdsprache in der Schule. Wir dachten, irgendwie die würden die Weltherrschaft übernehmen und nicht die Amerikaner. Rückwirkend betrachtet haben wir vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt. Nun, darum können wir mit den anderen auch nicht ganz so gut kommunizieren wie mit den Russen. Außer natürlich mit den anderen ex-jugoslawischen Staaten, aber die meisten von denen reden nicht so viel mit uns. Wir verstehen uns in diesem Konflikt als Diplomaten. Wir wären gerne Putin-Freunde und EU-Mitglied zur selben Zeit. So wie Ungarn. Warum geht das nicht? Wir finden das nicht ganz fair. Das mit der EU ist für uns überhaupt ein ganz schwieriges Thema. Weil einerseits wollen wir unbedingt dabei sein, andererseits haben wir Angst, dann werden unsere Kinder alle schwul. Und früher war die EU so ein schönes Ziel für die 5- bis 10-Jahres-Planung, aber seit alle unsere Homies damit mischen dürfen und wir nicht, nackt das ein bisschen an unserem Stolz. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Wir sehen ja ein, dass wir nicht die attraktivsten Bewerber sind, wegen Wirtschaft, Korruption, Image und alles. Aber waren diese Leute schon einmal in Rumänien? Wir fühlen uns von der EU echt ein bisschen verarscht. Und dafür sollen wir Putin aufgeben? Putin ist der zweitbeliebteste Mann in Serbien nach Aleksandar Vučić. Naja gut, unsere Medien sind zu Putin auch circa so kritisch wie Wolfgang Fellner zu Sebastian Kurz. Aber wir sind entsetzt. Putin hat sich da nämlich etwas geleistet. Bei den Friedensverhandlungen hat Putin gesagt, er könnte sich ein Unabhängigkeitsmodell nach dem Vorbild Kosovos vorstellen. Er hat Kosovo gesagt. Und Unabhängigkeit im gleichen Satz. Fuck you, Putin. Das wollte ich schon lange sagen. Seither ist der Tenor in den Medien ein ganz anderer.
Wir haben überhaupt kein Problem damit, uns von Putin zu distanzieren. Auf oglasi.rs, das ist unsere Version von Willhaben, werden jetzt ganz günstig Putin-Merchandise-Produkte angeboten. T-Shirts, Plakate, Bettwäsche, Unterhosen, was das Herz begehrt. Greifen Sie zu, es war noch nie günstiger. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Malarina. Die Weltlage ist nicht berauschend, aber der Bierkonsum in Österreich sinkt. Nicht wegen mir, ich sag's gleich. Ich bin nicht schuld dran. Du bist nicht schuld? Nein, kann ich nicht sagen. Ihr? Ihr etwa? Wer ist schuld dran? Ich bin, nein, oder? Nein, irgendwer? Ich bin, nein. Also der Erdäpfelkonsum ist gestiegen, der Bierkonsum ist gesunken. Aber du könntest die AIDA das berechnen lassen, dann steigt er wieder. Warte mal. Vielleicht hat Strache schon lange keine drei mehr bestellt. Ja, das kann sein. Mag er bestellt nur noch Wodka. Aber auch drei. Ja, das, auch drei. Und Prokuto. Das Oktober. Prokuto, ja, genau. Prokuto. Die Bestelllisten vom Strache bei seinem Bodyguard waren auch schön. Ja. Prokuto und dann immer eine Kiste Champagner und ein 6er Tragerl Bier als Alibi-Alkohol quasi. Nicht so. Bin eh einer von euch. Es gab Volksbegehren zu unterschreiben. Bis Montag war es möglich, Antikorruptionsvolksbegehren und alle möglichen anderen. Habt ihr unterschrieben, eines der Volksbegehren? Selbstverständlich, ja. Viele. Wie viel hast du unterschrieben? Warte mal, 4 und 4, 12. Das heißt, wenn es 20 gibt, hast du 3 nicht unterschrieben. Genau. Ist das richtig? Ist okay. Ja. So ist es. Genau. So kann man es auch sagen. Ah, was habe ich noch gefunden? Tag der Pressefreiheit war und absolut absurd. Die Taliban haben der Pressefreiheit in Afghanistan gratuliert. Das ist auch gut, oder? Wenn man sagt. Scheiß, sagt Taliban und schaut mich an. Naja, wir Nein, haben... ich habe... Taliban? Ja, das AIDA, das sind doch deine Leute. Ja. Eben, sag was zu deinen Leuten. Österreich ist im Presseranking zurückgerutscht, eine dramatische Entwicklung, wobei die meisten sagen, ich habe eh nur ein Zeitungsabo, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe schon lange nicht mehr gelesen, nur wegen am Einharzen. Ich freue mich jetzt sehr, dass einer da ist, der mit vielen Stimmen zu den aktuellen Situationen im Land etwas sagen kann. Herzlich willkommen, Gernot Haas, meine Damen und Herren. Heimspiel in Graz im Orpheum. Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich immer sehr, wenn ich hier im Orpheum und in meiner Heimatstadt Graz auftreten darf. Ich bin ja heute nicht der einzige Steirer auf der Bühne, es sind eigentlich alle Steirer, bis auf die zwei Damen hier. Und mit dem berühmtesten Steirer der Welt habe ich gestern telefoniert, mit Arnold Schwarzenegger, und habe ihn gefragt, was er momentan so zur Situation sagt und wie es ihm in Los Angeles geht. Und er hat gesagt, ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass Corona vorbei ist, that Corona is over, wie wir sagen in Amerika. Weil ich habe schon sehr viele Probleme gehabt. Weil bei mir im Haus war natürlich Maskenpflicht, das ist ganz klar Maskenpflicht für alle, ohne Ausnahmen. Und da hat es oft blöde Verwechslungen gegeben. It gave silly exchanges, wie wir sagen in Amerika. Ich habe manchmal nicht gewusst, wenn meine Ex-Frau die Maria gekommen ist, ist es wirklich die Maria oder ist es vielleicht mein Esel? Ja, das muss man schon sagen, weil wegen der Masken und außerdem die Gespräche sind oft ähnlich. Meistens rede eh nur ich. Beide Mengen Karotten, die Maria und der Esel. Und ja, also das ist eine, das Einzige, was sie wirklich unterscheidet, ist die Sprache. Weil der Esel kann Deutsch, der sagt ja. Und die Maria kann nur Englisch, die sagt me too. Außer vor einer Woche, da ist sie auf einen Nagel gestiegen, da hat sie miau gesagt. Aber da habe ich es nicht mit der Katze verwechselt. Anyway. Ich bin sehr froh, dass jetzt nach Corona wieder viel möglich ist. Ich war zum Beispiel vor 2 Tagen war ich bei meinem Friseur in Hollywood, beim Conan. Conan der Barbier. Wenn der deinen Kopf massiert, glaubst du, der würde dich dominieren. Und wenn du dann am Schluss die Rechnung siehst, dann weißt du, dass es wirklich so ist. Es ist sowieso alles teurer geworden, jetzt auch in Hollywood. Die Teuerungen oder wie wir sagen in Englisch, die Expensiveness ist der crazy. Also, ich bin ja richtig froh, dass ich mein Auto, mein Hammer, schon 2004 auf Wasserstoff umgestellt habe. Das ist nicht nur besser für die Umwelt,
So kann ich ja viel mehr mit dem Auto machen, nicht nur Auto fahren. Ich kann zum Beispiel auch Haare färben, Wunden desinfizieren, so wie letzte Woche bei der Maria. Das einzige Problem ist nur, dass leider alles teurer wird. Der Wasserstoff zum Beispiel, weil es kommt ja alles aus der Ukraine. Das Wasser, der Stoff. Sogar meine Haushälterin ist aus der Ukraine, aus Leningrad. Auf jeden Fall, das ist auch so ein Thema, that makes me a little sad, wie wir sagen in Amerika. Meine Haushälterin ist doch schon ein älteres Modell, old model, wie wir sagen in Amerika. Da steht schon seit längerer Zeit eine Renovierung vom Vorbau an. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich habe das durchgerechnet, I calculated it through, besser als die AIDA. Und wenn ich das so durchrechne, bin ich draufgekommen, dass die Renovierung von der alten Haushälterin mehr kostet als zwei neue. Die Mausi Lugner und die Janine Schiller zum Beispiel. Ja, und die Lieferketten sind leider auch sehr schlecht. Es ist kaum ein Silikon zu kriegen, kaum neue Nosen, neue Kins. Die letzte Lieferung ist übrigens von der Share aufgekauft worden. Ja, und das ist ein Problem, weil die Share will nicht Haushälterin von mir werden. Die hat nämlich eine Eselallergie. Ja. Also wird mir wohl nichts anderes überbleiben, als dass ich für die Renovierung von der alten Haushälterin back, oder wie wir sagen in Amerika, I'll be back. Ja, und dann? Was noch spannend ist in dieser Woche, am Samstag ist der Parteitag der ÖVP und Sebastian Kurz wird ja eine Rede halten. Und ich habe ihn gebeten, dass er Ihnen heute hier das, was am Samstag sagt, schon heute erzählt. Also bitte. Ja, also liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Das ist sehr nett. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. Und ich mache es kurz. Sebastian ist frei. Freigesprochen von allen anpatzerischen Anschuldigungen der letzten Monate. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht und auch aus menschlicher Sicht bin ich sehr glücklich darüber, dass ich im richtigen Moment auf die Seite getreten bin und so rückblickend auf meine politische Karriere nicht, wie H.C. Strache einmal sagen muss, nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Und auch wenn einige von euch mich in den letzten Monaten nicht gerade unterstützt haben, so bin ich dennoch heute hierher gekommen, denn wie heißt es in dem berühmten Sprichwort, wenn der Berg nicht kommt, dann muss eben der Prophet zum Berg. Und das heute hier ist wohl der Gipfel, denn ich habe, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, in einer parteiinternen Umfrage von heute Morgen erfahren, dass von euch 140% dafür gestimmt haben, dass ich heute hier spreche. Und ich sage euch, wir müssen, um die Volkspartei wieder zum Erfolg zu bringen, wieder ganz von vorne anfangen. Wir müssen die Basis wieder für die Volkspartei begeistern. Wir müssen wieder zu den Menschen gehen, zum Volk, zum Beispiel nach Döbling, und dort mit den einfachen Menschen sprechen. René Benko, Martin Ho, Sigi Wolf. Ich habe das gestern gemacht und habe sie gefragt, was sie von der Volkspartei brauchen, wie wir ihnen das Leben zukünftig leichter machen können. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Macht weiter wie bisher. Und dieses Versprechen habe ich Ihnen gegeben, auch wenn ich ganz gemäß dem beliebten Wahlspruch aller Politiker sage, niemals nie, euch als Bundeskanzler und Parteiobmann nie, nie mehr zur Verfügung stehen werde. Denn wie ihr wisst, bin ich ja inzwischen in der digitalen Welt, in Silicon Valley angekommen und es ist aus meiner Sicht und aus menschlicher Sicht was sehr Erfreuliches. Ja, ich bin auch privat, also begeisterter digitaler Fan. Viele von euch wissen, ich bin unter die Foodblogger gegangen und habe euch gestern Nacht, vielleicht haben es noch nicht alle gesehen, in unserer türkisen WhatsApp-Gruppe als begeisterter Italien-Fan meine aktuellsten und, wie ich finde, bisher auch schönsten Nudelfotos geschickt.
abschließend möchte ich sagen, das Ende meiner Kurzgeschichte ist noch lange nicht gekommen, auch wenn das Licht am Ende des Tunnels sich manchmal nur als Trüberschein eines armseligen Armleuchters entpuppt, so ist das doch besser als ein schwarzes Loch. Danke sehr. Und dann habe ich noch etwas ganz Spannendes angehört. Ich habe nämlich vor 2 Tagen im Kaffeehaus ein Gespräch am Nebentisch mitbekommen, das gezeigt hat, dass nicht nur unter normalen Leuten, wie wir sind, Missverständnisse in der Tagesordnung sind, sondern dass auch prominente und bekannte Persönlichkeiten öfter aneinander vorbeireden. Und zwar war das ein Gespräch zwischen Gerda Rogers und H.C. Strache. Liebe Freundin, schauen Sie mir mal in die Sterne und sagen Sie mir, würden Sie da oder dort vielleicht zukünftig meine Wiederwahl sehen? Ja, muss ich schauen. Naja, also, muss sagen, na, das hätte ich eigentlich nicht gesehen. Überhaupt an Ihrer Stelle würde ich sowieso keinen wiederwählen. Der passt nicht zu Ihnen. Eher vielleicht ein Zwilling oder eine Jungfrau. Wobei, Jungfrau in Ihrem Alter, dann vielleicht auch besser Steinbock. Liebe Frau Rogers, also da reden wir, glaube ich, aneinander vorbei. Ich wollte Sie fragen, sehen Sie in Zukunft, in naher Zukunft vielleicht Wahlen in Österreich? Ich weiß nicht, sind Sie nüchtern? Ich meine, in Schönbrunn oder im Haus der Meere, aber sonst hätte ich für freie Wahl in Österreich schwarz gesehen. Moment, da haben Sie jetzt gerade was sehr Interessantes gesagt. Ja, das hätte ich auch so gesehen, dass die Schwarzen die freien Wahlen in Österreich kaufen und manipulieren. Ja, das muss man sagen, ja, die Wale, das ist ja die Krone der Schöpfung. Eine Schöpfung der Krone, das ist interessant. Aber wie kann man die freien Wahlen in Österreich schützen? Da muss man irgendwas unternehmen. Ja, natürlich, da gibt es nur eines, rettet die Wale. Ja, aber wie kann man die freien Wahlen retten? Ja, vielleicht durch mich, an der Spitze der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreich, statt Herbert Kickl. Vielleicht sollte ich den Laden wieder übernehmen und dann würde ich die FPÖ zu einer erfolgreichen Blauwahl führen. Blauwahl? Ich hätte sie eher als Buckelwahl gesehen. Also, was Sie mich sehen, ist eigentlich nicht so relevant. Interessanter ist, wo Sie mich sehen. Frau Rogers, schauen Sie mal nach. Sehen Sie mich vielleicht wieder im Hohen Haus? Moment, da muss ich nachschauen. Das Hohe Haus, das höchste Haus in der Astrologie, also das 10. Haus. Ja, 10. Haus hätte ich ganz gut gesehen. Da sehe ich Merkur bei Ihnen mit ein bisschen Anstrengung. Anstrengung ist überhaupt kein Problem. Da mache ich mich gleich auf den Weg und werde dort ein paar Flyer verteilen. Aber Ihnen, liebe Freundin, darf ich noch einen Tipp mit auf den Weg geben, damit Sie sich bei zukünftigen Beratungen nicht blamieren, wie ich seinerzeit auf Ibiza. Es heißt nicht mehr Merkur, es heißt Billa Plus. Danke sehr. Danke. Gernot Haas, meine Damen und Herren, und das war's mit der Tafelrunde für dieses Mal hier aus dem Grazhofer mit Gernot Haas. Danke. Mit dabei Aida Loos. Die Steiermark-Premiere von Malarina. Und Stefan Heider. Unsere Band Candlelight Ficus. Premiere und Präsentation der CD am 13. Oktober im Dom in Berg. Socken gibt's auch. Wir sehen uns viel früher wieder hier in OF3. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Vielen Dank euch hier im Orpheum. Dankeschön.